Ja, hallo, heute geht es um das Thema Terme. Und da stellt sich doch gleich mal die Frage, was ist denn eigentlich ein Term? Ein Term ist ein Rechenausdruck, so wie der hier oben. In meinem Term kommen vor Zahlen, Rechenzeichen, Minus, Plus, Klammern, Runde und Eckige. Jeder Term lässt sich berechnen. Und das Ergebnis nennt man dann den Termwert. In der Aufgabe 2, da heißt es gliedere und berechne. Also da soll man zum einen eben herausfinden, was kommt da raus, wenn ich es ausrechne. Und die Gliederung hilft in gewisser Weise, weil man sich dabei nochmal klar darüber wird, in welcher Reihenfolge man den Term ausrechnet. Normalerweise ist es so, wenn keine Klammern vorkommen, also blendet mal all diese Klammern aus, die hier gesetzt sind, und es kommen bloß Minus- und Plusrechnungen vor, dann rechnet man ganz brav von links nach rechts. Also ohne Klammern würde man erstmal 347 minus 201. Von diesem Ergebnis würde man 86 abziehen. Zu diesem Ergebnis würde man 134 dazuzählen. Dann 60 abziehen, dann 57 dazu, wenn keine Klammern im Spiel sind. Durch die Klammern wird aber jetzt die Reihenfolge verändert. Und zwar muss man, wenn runde und eckige Klammern gemischt auftreten, dann muss man schauen, was sind die inneren Klammern. Das sind meistens die runden und die muss man zuallererst berechnen. Das heißt, um jetzt mal den Punkt 2 gleich abzuhandeln. Ich habe hier die Rechnung 60 plus 57 in der runden Klammer. Und das ist jetzt ein Mini-Rechenausdruck, also ein Mini-Term, wenn man so will. Ein Term, der nur aus einem Rechenzeichen und zwei Zahlen besteht. Und so etwas nennt man eine Summe, wenn die Plusrechnung vorkommt. Ja? Zahl plus Zahl, das ist ein kleiner Term, ein Mini-Term. Und die nennt man Summe. Und wir rechnen gleich mal den Summenwert aus. Das ist 117. Dann gibt es noch eine runde Klammer, die ist hier. Hier wird allerdings Minusrechnung durchgeführt. Man spricht von Subtraktion. Ja, also hier war es eine Addition der passende Rechenausdruck heißt Summe. Und das ist eine Subtraktion. Und der passende Rechenausdruck heißt Differenz. Das ist also auch wieder so ein Miniterm, aber weil ein Minus vorkommt, weil eine Subtraktion durchgeführt wird, nennt man das Ganze Differenz. Und auch die Differenz hat einen Wert. Und zwar kommt heraus 100. 15. Das ist der Differenzwert. Damit haben wir die innere Klammer, also die runde. Jetzt wäre als nächstes die eckige Klammer fällig. Was für eine Rechenart liegt vor? Eine Subtraktion, also Minus. Denn von 134 wird ja 117 abgezogen. Also habe ich hier auch wieder eine Differenz. Und der Differenzwert 134 minus 117 lautet 17. Ja, damit sind alle Klammern ausgerechnet. Jetzt gibt es sozusagen keine Klammern mehr. Und wir haben gesagt, wenn keine Klammern vorliegen, dann rechnet man von links nach rechts. Das heißt, ich fange mit 347 an und ziehe davon ab das Ergebnis dieser Klammer, also 115. Und weil ich abziehe, also weil ich subtrahiere, ist das natürlich auch wieder eine Differenz.
mit folgendem Differenzwert. 2, 3, also ich subtrahiere jetzt gerade mal schriftlich, 232 kommt da heraus für diese Subtraktion. Also das Ergebnis dieser Differenz ist dann 200, also der Wert dieser Differenz ist 232. Ja, und am Ende habe ich noch dieses Pluszeichen, also diese Addition. Das heißt, ich muss jetzt 232 plus 17 rechnen. Und das ist dann natürlich wieder eine Summe. Also dieser kleine Term, der heißt dann Summe. Weil eben wieder addiert wird, diese beiden Zahlen zusammen. Und das Ergebnis ist 249. Ja, und das ist auch das endgültige Ergebnis. Also das wäre jetzt der Wert von diesem Gesamtterm. Ja, 249. Das heißt, wir haben den jetzt gegliedert. Das ist diese Geschichte hier mit Differenzsumme. Und wir haben ihn berechnet, 249. Damit ist dieser Term hier, oder nicht dieser Term, ich sehe bloß noch Terme, nein, diese Aufgabe wäre damit erledigt. Ich habe eins ganz bewusst erstmal zurückgestellt, weil wir das jetzt eigentlich ohne großen Aufwand sofort beantworten können. Um was für einen Term handelt es sich insgesamt? Das fällt manchen Schülern schwer zu sagen, weil es kommen ja Minus- und Plusrechnung, also Addition und Subtraktion, beziehungsweise die Terme, Differenz und Summe, die kommen gemischt vor. Also was soll das jetzt insgesamt sein? Geht es dann darum, was häufiger vorkommt? Nein, damit hat es nichts zu tun. Der Term insgesamt, also die Frage, um was für einen Term es sich insgesamt handelt, das hängt nur davon ab, welcher Rechenschritt als letztes durchgeführt wird. Und der letzte Rechenschritt, der kommt bei dieser Gliederung immer ganz unten. Als allerletztes hatten wir diese Zahl plus diese Zahl gerechnet. Und damit ist der Term insgesamt eine Summe. Und damit ist diese Frage auch beantwortet. Also immer wenn nach der Art des Terms gefragt wird, und das ist ein größerer Term, so wie hier, dann wäre es schlau, so wie wir das gemacht haben, ihn erstmal zu gliedern. Und dann kann man die Frage eigentlich leicht beantworten. Bleibt die dritte Frage. Wie ändert sich der Termwert? Also der ist jetzt 249, das was hier hinten rauskommt. Wie ändert sich dieser Termwert, wenn alle Zahlen um 3 kleiner sind? Also damit sind die Zahlen des Terms gemeint. Wenn man die alle um 3 verkleinern würde, jeden einzelnen, also hier 344, hier 198 und so weiter, hier 83. Wie ändert sich das auf das Ergebnis oder besser gesagt auf den Termwert aus? Bleibt er gleich? Wird er größer und wenn ja, um wie viel? Oder wird er kleiner und wenn ja, um wie viel? Ja, das könnte man natürlich jetzt etwas mühselig bestimmen, indem man mit diesen neuen Zahlen, die ich gerade genannt habe, die Rechnung nochmal durchführt. Das ist aber in der Regel ein bisschen umständlich. Also am Ende kommt natürlich ein Ergebnis wieder raus. Man schaut also dann, man rechnet den Termwert aus und dann vergleicht man ihn mit dem ursprünglichen und dann sieht man ja, ob es gleich geblieben ist, größer oder kleiner. So kann man es schon machen, dauert aber in der Regel länger. Vor allem ist es sehr umständlich, wenn man zum Beispiel den zweiten Punkt gar nicht machen muss bei der Aufgabe. Dann muss man nämlich den Term wirklich zweimal ausrechnen. Und das kann schon ziemlich lange dauern. Es gibt eine einfachere Methode, das festzustellen. Und ja, da will ich das erstmal ein bisschen mit dir vorbereiten. Also sozusagen eine kleine Vorübung mit dir machen. Wir schauen uns nochmal diese kleinsten Terme, die es geben kann, nämlich Addition und Differenz.
die schauen wir uns nochmal für sich getrennt an und üben das ein bisschen mit diesem Größer und Kleiner. Und wenn du da fit bist, dann wirst du das auch für den gesamten Term durchdeklinieren können. Schauen wir uns mal die Summe an. Also eine Rechnung oder ein Term wie zum Beispiel 4 plus 5, die nennt man Summe. Eine Summe besteht aus dem ersten Summand, das wäre jetzt hier die 4. Und aus einem zweiten Summand. Das ist die 5. Erster Summand steht immer links, zweiter Summand steht rechts. Und das, was rauskommt, ist der, normalerweise spricht man eben von Termwert und hier speziell der Summenwert. Und jetzt gibt es so hübsche Aufgaben wie: Wie verändert sich der Wert einer Summe, wenn man den einen Summanden um 2 und den anderen Summanden um 3 erhöht? Und da verstehen manche von euch erstmal nur Bahnhof. Nicht, weil das eine schwere Aufgabe ist, sondern weil da zu viele Fremdwörter vorkommen. Summe, Summand. Ja, und da machen wir es jetzt mal wie im Englischen oder im Latein oder was auch immer für eine Fremdsprache du schon kannst. Wir machen eine Art Übersetzung. Translation würde man im Englischen sagen. Wir übersetzen das jetzt mal in eine Sprache, die wir verstehen. Der erste Summand wird um 2, der zweite Summand wird um 3 erhöht. Wie wirkt sich das auf den Term oder auf den Summenwert aus? Wir stellen uns dafür einfach mal Gummibärchen vor. Wir haben eine große Gummibärchentüte. Und da sind grüne Gummibärchen. Das wäre jetzt der erste Summand, also die Anzahl dieser grünen. Wir haben rote Gummibärchen. Zweiter Summand. Und wir haben alle Gummibärchen insgesamt. Das ist der Summenwert. Die Aufgabe von vorhin, jetzt übersetzt, würde heißen: Wie ändert sich der Inhalt dieser Packung, wenn ich 2 grüne Gummibärchen mehr in die Tüte stecke oder habe? Und wenn ich 3 rote Gummibärchen mehr in der Tüte enthalten habe als vorher? Und dann wird dir sofort klar sein, das sind natürlich dann insgesamt 5 Gummibärchen mehr in der Tüte. So, das heißt, in deiner einfachen Sprache mit diesem Bild ist dir das ganz leicht gefallen, hoffe ich. Und jetzt kannst du es wieder in die etwas kompliziertere Sprache übersetzen und kannst sagen, der Termwert oder der Summenwert in diesem Fall erhöht sich um 5. Das wäre die Antwort. Wie ändert sich der Summenwert, wenn man den ersten Summanden um 2 erhöht und den zweiten Summanden um 3 verringert? In Gummibärchen gesprochen würde das heißen, ich habe 2 grüne Gummibärchen mehr in der Tüte, aber 3 Gummibärchen von der roten Sorte weniger. Unterm Strich habe ich dann natürlich 1 Gummibärchen insgesamt weniger in der Tüte. Völlig klar. Antwort in der komplizierten Sprache: Der Summenwert verringert sich um 1. Okay, mit Summen klappt es hoffentlich, kannst du es dir ganz gut vorstellen. Bisschen komplizierter wird es jetzt mit Differenzen. Also eine Differenz ist ein Term von der Sorte zum Beispiel 9 minus 4. So ein Rechenausdruck heißt Differenz. Man nennt die Zahl links den Minuend. Mit D geschrieben. Die Zahl rechts, also das, was abgezogen wird, den Subtrahend. Auch mit D geschrieben. Und das, was rauskommt, in diesem Fall 5, das ist allgemein gesprochen auch wieder der Termwert und hier speziell der Differenzwert. Jetzt wieder so eine von diesen Lieblingsaufgaben, der Lehrer. Wie ändert sich
der Differenzwert, wenn der Subtrahent um 2 vergrößert wird. Wir schaffen uns dafür wieder ein Bild, ein einfaches Bild. Das ist diesmal die Gummibärchentüte. Der Minuend sind die Gummibärchen, die von Anfang an da sind. Der Subtrahent ist das, was ich rausnehme, also was ich sozusagen wegnasche. Und der Differenzwert ist das, was übrig bleibt. Okay, Gummibärchen und da wird was rausgenommen und man schaut, was übrig bleibt. Nochmal zu der Aufgabe gerade. Der Subtrahent verringert sich um 2 und die Frage ist, was heißt das für den Differenzwert? Das hier ist der Subtrahent und das, wir haben gesagt, das sind die vernaschten Gummibärchen. Das heißt, ich nasche 2 Gummibärchen weniger. Wenn es heißt, der Subtrahent verringert sich um 2, dann nasche ich 2 Gummibärchen weniger. Das aber heißt ja, dass 2 Gummibärchen mehr in der Tüte zurückbleiben. Übersetzt, der Differenzwert erhöht sich um 2, wenn der Subtrahent sich um 2 verringert. Also jetzt muss man schon um 2 Ecken denken, aber ich finde mit diesem Bild Gummibärchen, wo was weggenommen wird, rausgenascht und etwas bleibt übrig, kann man sich es auch wieder ganz gut vorstellen. Nochmal komplizierter, wie ändert sich der Wert einer Differenz, wenn der Minuend um 2 erhöht wird? Nein, machen wir es anders. Wenn der Minuend um 2 verringert wird und der Subtrahent um 3 erhöht. Also Minuend um 2 verringert, Subtrahent um 3 erhöht. In Gummibärchen. In meiner Tüte sind von Anfang an schon mal 2 Gummibärchen weniger. Ja, Minuend wurde um 2 verringert. Subtrahent wird um 3 erhöht. Das heißt, ich nehme mir 3 Gummibärchen mehr heraus als vorher. Jetzt fasse ich das mal zusammen. Es sind eh schon 2 Gummibärchen weniger. Und jetzt nehme ich noch 3 Gummibärchen mehr heraus. Das heißt, am Ende fehlen mir im Vergleich zu vorher 5 Gummibärchen in der Tüte. Ist ja ganz logisch. Also es sind 5 weniger als ursprünglich. Übersetzt, der Differenzwert verringert sich um 5. Ja, mit dieser kleinen Vorübung können wir jetzt mal die Aufgabe 3 in Angriff nehmen. Und im Grunde genommen müssen wir nur das machen, was wir jetzt hier gerade im Kleinen durchgeführt haben. Wir schauen uns für jeden Einzelterm von oben nach unten an, was es bedeutet, wenn die Zahlen um 3 kleiner sind. Was ist bei der Summe? Erster Summand und zweiter Summand sind jeweils um 3 kleiner. Das heißt, insgesamt habe ich dann natürlich 6 weniger. Ich schreibe das jetzt einfach mal mit einer anderen Farbe. Pfeil runter heißt 6 weniger. Also runter heißt weniger und hoch heißt mehr. Was bedeutet das für die Differenz? Der Minuend ist um 3 kleiner und der Subtrahent ist um 3 kleiner. Also in meiner Gummibärchenpackung sind 3 Gummibärchen weniger. Ich nehme aber auch 3 Gummibärchen weniger heraus. Bleibt sich also am Ende gleich. Das heißt, die Differenz ändert sich nicht. Sagen wir mal, dieser Strich hier oder einfach 0 bedeutet, es ändert sich nicht. Nehmen wir als nächstes uns diese Differenz vor. Also, 134 ist um 3 kleiner, das heißt, der Minuend ist um 3 kleiner, 3 Gummibärchen weniger in der Tüte. Es werden 6 Gummibärchen weniger herausgenommen. 3 sind weniger in der Tüte, 6 werden weniger als vorher herausgenommen. Dann bleiben im Vergleich zu vorher natürlich 3 mehr in der Packung.
Das heißt, dieser Differenzwert ist jetzt um 3 größer als vorher. Knöpfen wir uns diese Differenz vor. Minuend ist 3 weniger. Der Subtrahent, haben wir gerade festgestellt, ist gleich geblieben. Also ich habe 3 weniger und ziehe genauso viel ab wie vorher. Dann habe ich natürlich im Ergebnis auch 3 weniger. Das heißt hier 3 weniger. Ja, und am Ende werden die beiden Zahlen addiert. Jetzt ist mein erster Summand um 3 kleiner und mein zweiter Summand um 3 größer und das gleicht sich aus. Das heißt, unterm Strich habe ich plus minus 0, also genauso viel wie vorher. Es hat sich nichts verändert. Konnte man auf Anhieb natürlich nicht wissen. Und die Frage wäre jetzt, was passiert, wenn man alle Zahlen um 3 vergrößert? Müsste man auch mal durchspielen. Jedenfalls haben wir für diese Frage jetzt die Antwort gefunden, nämlich keine Veränderung. Die ganzen Fälle in Miniaturformat durchspiele. Und ich denke, spätestens nach dem zweiten Durchschauen sollte es dann eigentlich klar sein. Es ist dann auch nur eine Frage der Übung. Also viel Spaß jetzt mit den Rechnungen, die du auf MatheGym findest.